Hey, heute mal zu einem ganz anderen Video, das es tatsächlich noch gar nicht auf diesem Kanal gibt. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir sowas machen. Ich habe euch vor geringer Zeit mal auf Instagram gefragt, was ihr denn gerne über mich wissen wollt. Und da sind einige Fragen gekommen und ich habe mir ein paar rausgesucht und die werde ich euch auf jeden Fall jetzt beantworten. Wie heißt du? Mein Name ist Tamara. Wo wohnst du? Ich komme aus Österreich, ich lebe direkt an der Grenze zu Deutschland, zu Bayern. Genau, ich fahre tatsächlich da nur 5 Minuten und dann bin ich schon in Deutschland. Wie alt bist du und wann hast du Geburtstag? Ich habe am 11.08.1995 Geburtstag und bin somit an diesem Tag heute 28 Jahre alt. Hast du Kinder? Nein, ich habe tatsächlich keine Kinder. Kann man für deine Let's Plays Häuser oder Sims erstellen? Natürlich könnt ihr immer Häuser, Restaurants, Bars, Sims, egal was euch schwebt, in die Galerie unter Hashtag Simtastic laden oder ihr schreibt das halt einfach dazu, einfach nur damit ich sehen kann. Und ja, ich freue mich da wirklich riesig, wenn ich irgendwas von euch in den Let's Plays verwenden kann. Am besten schreibt ihr mir dann noch kurz entweder in den Kommentaren oder auf Instagram, damit ich Bescheid weiß, dass du da was erstellt hast. Was arbeitest du? Ich arbeite in einer Maschinenbaufirma als Zerspannungstechnikerin in Zweierschicht und das mittlerweile schon seit 7 Jahren. Spielst du noch andere Spiele außer Sims? Aktuell muss ich sagen, nein. Ich spiele auch nicht Privat-Sims, also ich spiele wirklich nur, wenn ich hier für YouTube aufnehme, die Let's Plays aufnehme oder irgendwelche Bau-Challenges, weil es mir zeitlich auch gar nicht möglich wäre, irgendwie privat noch was zu spielen. Ich arbeite ja, wie gesagt, in Zweierschicht und ja, meine Wochenenden verbringe ich meist zu 90% mit Videos aufnehmen, Videos schneiden, Thumbnails machen, Shorts machen, genau, da bleibt wirklich 0,0 Zeit über für andere Spiele oder halt auch Privat-Sims zu spielen. Aber hätte ich wieder mal Zeit, dann würde ich wahrscheinlich wieder mal Pläne zuspielen. Möchtest du dich mit YouTube selbstständig machen? Geplant habe ich das definitiv nicht. Ich meine, man weiß nie, was kommt, aber ich bin eher so der Typ, der immer auf eine Nummer sicher geht. Und da ist YouTube definitiv der falsche Job für mich. Wie lange machst du schon YouTube-Videos? Angefangen habe ich tatsächlich 2021 mit meinem ersten Kanal, den ich aber aus privaten Gründen dann gelöscht habe bzw. aufgegeben habe. Und mit diesem YouTube-Kanal habe ich dann September 2022 wieder voll durchgestartet und ich bin überglücklich, diesen Schritt so gegangen zu sein. Es ist alles perfekt so für mich und ja. Ja, das war jetzt auf jeden Fall mal so eine kleine Q&A-Runde. Ich fand das richtig schön. Vielleicht mache ich sowas mal öfter. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Fragen noch nicht gut genug beantwortet sind, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Da gehe ich natürlich noch drauf weiter ein. Oder wie gesagt, falls nochmal viele Fragen zusammenkommen, dann würde ich nochmal so ein Video machen. Und nachdem wir auch jetzt Anfang des Jahres haben, wünsche ich euch jetzt auch in diesem Video ein frohes neues Jahr. Bleibt so wie ihr seid und bleibt vor allem gesund. Das ist nämlich das Wichtigste. Genau, und jetzt wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!